Du hier. Stefan. Moritz. Grüß dich. Schön hier zu sein. Stefan, ich habe einen Alien gesehen. Ich auch. Was ist das? Und zwar, das ist eine Frage, die wollte ich eigentlich dir stellen. Ich habe es jetzt im Laufe der zwei Tage in den Comments gehört. Ich habe es von Leuten auf der Messe gehört. Alle haben gesagt, Alter, guck's dir an, ein Alien in Halle 3. Du hast es jetzt schon in der Hand. Ich nehme sie auch mal in die Hand. Hier ist irgendwas Revolutionäres am Werden. Also irgendwas stimmt hier nicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was? Das erste Mal, als ich das Ding jetzt gerade in der Hand hatte, ich versuche mal keinen zu masseln. Ich halte es mal in die Kamera. Es sieht tatsächlich aus wie das Monster von HR Giga, right? Ja. Und jetzt... Es sieht auch so aus, als wäre der Lauf da, wo normalerweise die Verschlussfeder ist. Und genau das zeige ich jetzt auch mal in die Kamera. Liebe Leute, es ist kein Fehler, ihr seid nicht betrunken. Schaut euch mal an, wo der Barrel sitzt. Er sitzt eigentlich da, wo... Normalerweise die Verschlussfeder ist, die Rückschlussfeder. Und wenn man sich das mal anguckt... Zeigst du mal, mach mal den Schlitten auf, den Verschluss auf. Genau, lese mal weg. Zack. So. Was ist es? Es bewegt sich nicht. Es ist wie eine Brücke hier oben, bleibt das Red Dot einfach stabil. Und ich habe gehört, korrigier mich, wenn ich falsch liege, du kannst den Barrel gar nicht rausnehmen. Nee, ich habe irgendwie auch nicht ganz mitbekommen, wie das jetzt technisch aufgebaut ist, aber ich kenne jemanden, der kann uns das sicher erklären. Und den heißen wir jetzt herzlich willkommen. Martin, komm noch mal ins Bild. Martin, unser Waffenprofessor. Jo, ich habe das Ding jetzt hier schon mal mitgebracht, in diesem Koffer oder Täschchen. Machst du die auf? Ja. Ganz kurz, bevor wir es jetzt zeigen. Ja. Martin, erklär mal, was werden wir jetzt sehen? Wir sehen eigentlich... Eine Waffe. Dankeschön. Wir sehen die niedrigste Laufseelenachse der Welt, glaube ich. Wahrscheinlich im Universum, nachdem das ja ein Alien ist. Gute Analogie. Und es ist jetzt tatsächlich das gesamte System, was es dafür gibt, ist hier drin. Genau, das ist ein komplettes Package von Laugo Arms. Bitte, Sesam, öffne dich. Okay, nochmal. Sicher ist sicher. Ja. Machen wir hier auf. So, das ist ein komplettes Paket, beinhaltet Waffe, zwei extra Reservemagazine, das heißt, man hat drei Magazine im Gesamten, einen Wechseloberteil, wo ein Red Dot verbaut ist, einen austauschbaren Magazintrichter und ein Holstersystem, wo der Holster hier seitlich drin ist mit einer Trageplatte, die unterhalb dieses Schaumstoffeinsatzes ist. Den können wir uns dann auch noch anschauen. Aber im Großen und Ganzen geht es jetzt einmal hauptsächlich um die Pistole und das, was sie kann. Dann nehmen wir sie mal raus. Sieht das Ganze aus? Es ist schon crazy Design. Ich habe es vorhin einmal so ein bisschen verglichen mit der Striker One. Da ist es so gefühlt so ein bisschen böse geworden, weil die Laufseelenachse der Striker One natürlich hochhausmäßig hoch ist im Vergleich zu Alice. Was ganz, ganz anderes. Spielt tatsächlich in einer Liga. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, mein Zeigefinger der auslösenden Hand ist es genau auf der gleichen Linie, wenn nicht sogar etwas höher wie der Lauf. Das heißt, die Rückstoßbewegung von dem Ganzen geht wirklich schön linear in meinen ganzen Handbereich über. Und wir haben es vorhin schon gesehen im Werbevideo. Das verglichen mit einer 1911 Pistole hat vom Rückstoßwinkel her wirklich sage und schreibe nur 5 Grad. Wobei bei einer 1911 das Ganze bis auf über 15 bis 20 Grad raufwandert beim Schießen. Ja. Martin, ich habe es vorhin gesehen, Stefan, du musst mich korrigieren, vielleicht habe ich es auch nur geträumt. So, man kann, glaube ich, auf ziemlich unkonventionelle Art auch den Verschluss wechseln, richtig? Kann man machen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Also, zuerst diesen Pin hier vorne raus. Ja, hier wird rausgezogen. Und dann durch einen kleinen Druck von hinten auf die Visierung, nach vorne. Das Ganze wird hier abgehoben. Nimm das kurz mal. Und dann sieht man hier schon ganz klar die Verschlussfeder über dem Lauf drüber. Hier links die Verschlussfeder und rechts ein Gaszylinder, der dem Ganzen dann quasi die Verriegelung gibt. Die Waffe verriegelt jetzt nicht wie eine herkömmliche Pistole über ein abkippendes Laufmoment. Der Lauf sitzt ja starr mit dem Rahmen verbunden drinnen und der Verriegelungsprozess wird hier rein über diesen Gaszylinder bewirkt, der dann ab einer gewissen Rücklaufbewegung oder einem gewissen Rücklaufweg hier irgendwo ansteht und das Ganze dann nach vorne drückt.
Also nachdem man dann auch diesen Verschlussteil hier runtergenommen hat, sieht man dann hier den Lauf mit dem Rahmen der Waffe verbunden, also wirklich starr und solide. Und auch ganz interessant, hier hinten überhaupt kein Schlagbolzen oder sonst was. Also versuchen wir es mal so zu halten. Ja? Genau. Also hier hinten überhaupt kein Schlagbolzen oder ähnliches, wie man es von jetzt einer Glock gewöhnt ist. Hier ist nichts, ne? Das ist gar nichts. Also sehr interessant, wie ein Alien ohne Organe. Was wissen wir eigentlich über die Firma Laugo Arms? Also wir haben schon gefragt, sie kommen aus Tschechien und aus der Slowakei. Ist ein, auch geil. Nix, Tschechoslowakei. Und also dieser Holster. Oder? Ja, ich... Der Holster ist irgendwie mit einer Kollaboration mit Elornis Industry entstanden. Der ist speziell auch für diese Waffe entwickelt worden und ist auch in dem Set dabei. Und das Set haben wir ja jetzt gerade eben bei Manni gesehen. Manni hat ja das komplette Set in der Hand. Es ist, ich glaube, es war teuer. Also ich meine, klar, so viel Evolution und Revolution, die da drin steht. Ich glaube, es gibt, korrigier mich, eine ganz geringe Stückzahl überhaupt auf dem Markt. Ja, ist definitiv nicht gedacht als Masseprodukt jetzt, sondern eher exklusiv. Auf 500 Stück. Ne? Aber das ist halt, wie gesagt, eine ganz neue Waffe. Und eins wollte ich euch noch zeigen. Und zwar hier, der Verschluss der Waffe hat den Schwerpunkt sehr weit unten gesetzt. Und das ist halt für die Rückstoßbewegung noch einmal angenehmer und sanfter. Bei anderen Pistolen habe ich ja meistens den Schwerpunkt des Schlittens oben. Und beim nach hinten fahren des Schlittens geht dann dieser ganze Masseteil nach hinten und führt dann dazu, dass sich mein Handgelenk dementsprechend mit abkippt. Und hier bei der Alien ist die ganze Masse sehr tief angesetzt und sehr nah an meinem Handrücken. Dementsprechend fährt dieser Masseteil nicht einfach so nach hinten und kippt ab, sondern fährt mir schön gerade ins Handgelenk. Und dementsprechend ist der Rückstoß auch nicht so hoch. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist nämlich der ganze Teil im Bereich Hammer. Tauschen wir kurz mal. Also ich möchte definitiv mit dem Ding schießen. Ja, sollten wir jetzt nicht. Hättest Stefan, du auch Lust? Stefan, ich muss mit dem Ding schießen. Ich muss auch mal ganz gucken. Griffstück ist auch Vollstahl. Ja, ja. Das greift sich ganz gut an. Aber jetzt ist nämlich der Hammer. Und zwar, das ist der Oberteil der Waffe. Wir haben hier unsere Visierung. Und das hier ist der Hammer. Also generell der Hammer, im wahrsten Sinne des Wortes. Der löst nämlich aus, hier wird er gefangen und wenn jetzt mein Abzugstange da oben dagegen drückt, schlägt der Hammer. Ist nicht wie bei einer herkömmlichen Pistole von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Um es jetzt nochmal hier revolutionär zu zeigen. Ich bin live dabei. Ja. Abzugstange berührt hier die Klinke und entsperrt und er schlägt dann so drauf. Liebe Leute, ihr habt es gesehen, das ist die erste Pistole, nicht nur mit der niedrigsten Laufseelenachse, sondern auch, wo der Hammer hängt. Er hängt tatsächlich. Gute Analogie. Momentan ist sie aber für welchen Bereich konzipiert? Ist es eher behördlich oder sportlich? Sportlich. Sportlich. Auf jeden Fall sportlich. Aber es ist ja durchaus möglich, dass es dann vielleicht noch einen Alien gibt im Bereich Behörde. Und da müsste man einfach gespannt mitverfolgen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich glaube, es hat vorhin auch jemand erwähnt, dass hier auch für den behördlichen Bereich was angedacht ist. Aber jetzt geht mal eben diese Dinge auf den Markt. Schwinger hat so dieses, ich sag mal, ihr korrigiert mich, Glock-typische, viel, natürlich ist er viel präziser. Und so. Muss man auch sagen, das ist hier eine Abzugssicherung und ist aber auch die einzige Sicherung der Waffe. Ja, es wird rein der Abzug gesichert, der Rest nicht. Also von dem her wirklich rein sportlich zu verwenden. Ja. Liebe Leute, wir also starten. Keine Fallsicherung, keine Flakbolzensicherung? In dem Sinne nicht, nein. Okay. Keine innenliegende Sicherung. Gut, ihr merkt so, zumindest mir geht es so, man startet so ein bisschen unglaublich drauf und weiß eigentlich nicht so, okay, was ist jetzt irgendwie die vernünftige Frage, was kann man jetzt dazu sagen, was mache ich jetzt gerade im Kopf aus dem Ding, einfach weil es ein Hersteller ist, den ich noch nie auf dem Schirm hatte, mit einem Produkt, was ich so noch nie gesehen habe, in meinem ganzen Schützenleben noch nicht. Man müsste sie eigentlich mal schießen. Also dieses ganze Gemunkel vorhin auf der SHOT Show Inner Blogger Lounge immer so, hier Laugo Arms, habt ihr das schon gesehen? Macht jetzt Sinn, jetzt wissen wir, warum alle darüber gesprochen haben. Warum jeder darüber schwärmt, ja. Und wir bauen das Ganze jetzt wieder schön zusammen. Können wir die nächste Challenge ausrufen, Moritz? Wer schießt das Ding zuerst? Wer schießt das Ding zuerst und lädt noch Sapir Parabellum und noch Media dazu ein? Also man kann schon sagen, es ist... Definitiv. Ja, ist es Gun of the Show? Ich sag ja. Ja das oder? Ist definitiv ein Highlight. Vielleicht sogar die Innovation. Von dem Hersteller, den keiner auf dem Schirm hat. Ich hab's noch nie gehört. Ich kenn Alien Gear. Ich hab auch dran gedacht. Wie heißt das? Lauder?
Laugo Arms. Laugo Arms. Mit Elornis Industry, dem die Holster gemeinsam gemacht. Ja, Mann. Und sogar der Martin hat das Teil so noch nicht gesehen. Da bin ich auch ganz froh, dass wir euer Martin dazu auserkoren haben, das Ding zusammenzusetzen und wieder zusammenzupacken, weil ich hätte noch blöder ausgesehen, als ich sonst schon tue. Moritz, danke für das Feature auf eurem Kanal. Du, Stefan, danke für das Feature auf eurem Kanal. Offensichtlich habt ihr das erkannt. Wir machen eine Kollabo. Wir zeigen eine Hälfte auf bei uns, eine Hälfte bei euch. Ja. Welche Hälfte schauen wir noch? Das machen wir, glaube ich. Wir machen die Bloggerpartie bei uns und den Rest bei euch. Ja, oder so. So. Wir finden es raus. Der Martin baut noch. Ich sag an dieser Stelle vielen Dank an euch von Sabi Barabello. Vielen Dank an, ich muss da mal aufs Schild gucken, Laugo Arms. So, jetzt habe ich es endlich auch geschafft. Ja. Sogar der Büchsenmacher scheitert hier dran. Aber ganz einfach, wie gesagt, noch nie in der Hand gehabt und auf jeden Fall cooles Ding. Ja. Liebe Leute, eine Innovation auf der EVA vom anderen Stern. Moritz, es war mir eine Ehre. Liebe Leute, wir sehen uns. Haut rein. Macht's gut.